Willkommen zu Unterwegs in Dessau 26, die wichtigsten Denkmäler in Dessau. Angefangen an der Johanneskirche in der Kavalierstraße beim Denkmal Leopolds III. Dieses Denkmal wurde am 20.10.1858 am 100-jährigen Gedenktag des Regierungsantritts des Herzogs feierlich enthüllt. Das Denkmal wurde durch Spenden der Dessauer und Anhaltiner finanziert. Der Bildhauer ist Josef Führig. Er hatte drei Entwürfe geliefert. Das Herzoghaus entschied sich und der Berliner August Gies führte 1853 die Statue aus. Bis 1944 stand das Denkmal auf dem Neumarkt vor der Johanneskirche. Dann wurde das Denkmal abgenommen, wurde nicht eingeschmolzen, sondern in Sicherheit gebracht. 1947 sollte es eingeschmolzen werden. Nur durch ein Eingreifen von einem Dessauer, Erhard Hirsch, konnte das Denkmal gerettet werden. Es folgte die Einlagerung bis 1962 und dann die Aufstellung am 1.11.1963 im Wörlitzer Park. Am 25. April 1998 kehrte das restaurierte Denkmal aus Wörlitz zurück an seinen alten Platz. Jetzt gehe ich weiter zum Denkmal Leopold I., der alte Dessauer an der Marienkirche. Das Denkmal wurde von August Gies nach dem Vorbild von Chadot im Lustgarten Berlin erbaut oder gegossen. Wie ihr das sehen möchtet, das ursprüngliche Berliner Denkmal war in Marmor gefertigt. Durch eine Bronzekopie wurde es 1855 erst ersetzt. Chadot schenkte Fürst Franz das Hilfsmodell für das Berliner Denkmal. Die Kopie wurde 1860 ebenfalls in Bronze aufgestellt. Das Denkmal stand vor der Marienkirche auf dem Schlossplatz. 1944 wurde das Denkmal abgebaut wegen der Bombengefahr. Es sollte mit dem Denkmal von Vater Franz eingeschmolzen werden. Es wurde gerettet und 1962 im Ehrenhof des Schlosses Mosigkau wieder aufgestellt. Am 4. Mai 1988 kam es fast wieder an den alten Platz zurück. Rechtzeitig zum 775-jährigen Stadtjubiläum. Jetzt ändern wir ein bisschen mal die Location und gehen in den Schillerpark. Im Schillerpark gibt es einen kleinen Rümmelinssitz direkt am Teich. Ein Gedenkstein mit Sitzbank am Rande des Teiches. Dieser Schulrat Adolf Rümmelin erinnern. Welcher ab 1873 Leiter und Ausgestalter des anhaltinischen Volksschulwesens war und sich damit sehr große Verdienste im Dessauer Schulwesen machte. Errichtet wurde die Gruppe 1909 anlässlich des 70. Geburtstages Römelins, gestaltet von Semper und Schmetzer. Die Gedenktafel ist leider schon ewig verschollen. Jetzt zeige ich euch noch ein Denkmal im Schillerpark. Der Schillerturm, ursprünglich als Bismarckturm bis 1905 erbaut. Am Bismarcks Geburtstag wurde auf dem Turm, der gebaut ist wie eine Feuersäule, ein Feuer entfacht vom Dessauer Baurat D. Schmetzer. Und am 1. April 1905 wurde der Turm eingeweiht. Der Turm hat eine Höhe von 12,5 Meter. Der Turm trug bis in die 50er Jahre ein Bronzerelief von Bismarck. Es wurde zu DDR-Zeiten entfernt. Gegen 1955 wurde der Turm in Schillerturm umgeweiht. Dann wurde ein Sandsteinrelief von Schiller und dessen Lebzeit angebracht vom Bildhauer Prof aus Köthen. Dieses fiel jedoch in den 80er Jahren wegen Baufälligkeit ab. Wer das repariert hat, ist leider nicht bekannt. Neben dem Turm versteckt sich ein Findling
auf den ein Zitat aus Schillers Wilhelm Tell steht. Ans Vaterland, ans Teure, schließ dich an, das halte fest mit deinem Herzen. Hier sind die starken Wurzeln deiner Kraft. Zitat Ende. Und weil das Zitat zu Ende ist, verabschiede ich mich auch für diesen Sonntag und im Unterwegs in der SO26 die wichtigsten Denkmäler. Wenn ihr noch irgendwelche Denkmäler habt, die ich auch mal ein bisschen näher unter die Lupe nehmen sollte, dann könnt ihr das ja gerne in die Kommentare schreiben. Und dann nehme ich mir das auch mal vor. Schönen Sonntag noch. Tschüss!